Und damit Kay. Hey, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Ganz genau. Ihr wisst, wo wir uns befinden. Wir sind im Stadtzentrum. Oh mein Gott. Das Spiel ist jedes Mal ultimativ laut, wenn ich das starte. Da muss ich erstmal ein bisschen den Ton anpassen. Wie können wir Sachen übersetzen? Das fängt doch schon mal gut an. JJ Matt Key heute Abend im Goro Club. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Wir finden es sicherlich bald heraus. Guten Tag. Hey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Das ist Miko. Oh, das ist eine Kamera. Ah, ich sehe. Scheinbar wird diese ganze City überwacht. Wir haben ja auch schon zum Ende der letzten Folge hin gemerkt, dass an manchen Stellen, beziehungsweise am Anfang, da wurde ja einer von der Polizeidrohne, I guess, verfolgt. Da wussten wir auch noch nicht so ganz, was passiert. So, erstmal zum Starten. Schön die driftende Katze rausholen. Okay. Du siehst aus, als wüsstest du was. Nicht so aus, als wüsstest du was. Doch. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du? Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Sie können dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für G-Man, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vielleicht vom Hals schaffen? The thing is... Hier sind 3 Stück. Okay. Also... Ja, obviously nicht eingesteckt. Oder bin ich lost? Ich habe auch keine Ahnung, wie man da hochkommt. Vielleicht über diese superdimensionale große Treppe hier. Das lässt sich doch ganz schnell überprüfen. Easy. So, die nächste befindet sich wo? War das nicht auch hier drüben? Oh, oh, oh. Das ist schon knapper, die Sache. Und zurück. Und wo ist die dritte? Bestimmt im Baum versteckt, nein? Er hat doch was von 3 Kameras gesagt, oder? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Ich konnte gerade springen, obwohl ich nicht gesprungen bin. Die Sache ist, ich weiß nicht, wo die letzte ist. Ich sehe gar keine. Oh, hier vielleicht noch. Nö. Das wäre meine letzte Idee erstmal gewesen. Hier unten ist keine mehr, oder? Tschüss. Hier unten ist keine mehr. Im Baum auch nicht. Ja, die 3 Sicherheitskameras. Ich sehe. Also, da. Die ist genau jetzt auf uns gerichtet. Da oben in der Mitte. Wenn ich dran denke, mache ich im Schnitt einen Zoom rein. Aber ich denke eh nicht dran. Jetzt roter Pfeil auf die Kamera. Vollgas Kanonenrohr. Ich vergesse das eh. War die hier? Oh ja. Da muss man nur mal kurz hier hochjumpen. Zack. Und runter. So, heißt das, ihr könnt mir jetzt vertrauliche Informationen zu diesem bestimmten Roboter Clementine geben, den wir mieten möchten. Das wäre zu nett. Ich bin kein guter Tänzer. Ich habe deine 30 als Kameras zerstört. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, nimm deinen Preis, was ihn dir verdient. Danke. Ah, du möchtest... Das war jetzt völlig umsonst. Okay. Ja. Ihr seht sehr, sehr sass aus. Was soll das heißen? Du hast den Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, die Sitzung vorzubereiten.
Tut mir leid, blabliblub, es interessiert mich nicht, was ihr redet. Ey. Also auf jeden Fall, die City, wenn ich mir das so angucke, ist geisteskrank Open World. Was steht hier? Ah ja, irgendwas mit dünn. Ich sehe nicht Neues. Doch, ich sehe das Kabel, was hier lang geht und hier ist. Das ist gar kein Kabel, das ist ein Schlauch wahrscheinlich, um die Pflanzen unten zu bewässern. Ja gut, hätte man sich vielleicht denken. Du bist das. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der nicht die Geräusche macht. Konzept gefällt mir. Ich suche einen Roboter. Ja, da hinten ist deine Adresse. Es ist genau hier. Wait. Wait. Die Adresse ist hier? Aber wie, also wo? Also wenn du sagst, genau hier. Du stehst hier. Oh, oh, das da hinten vielleicht. Das sieht auch noch sus aus. Nee, das ist nur der Weg wieder nach unten. Also du stehst, ich sag wie es ist, sehr skurril vor dieser sehr großen Tür hier. Kannst du mir nochmal die Info geben? Also es ist hier in diesem Gebäude. Ja, das habe ich richtig verstanden. Oh, wir können Musik machen. Hoch da. Ich will Musik. Ich tanze zu dem Rhythmus hier. Yeah. Das bringt mir gar nicht. Oh, oh, das ist sus. Das ist ganz arg sus hier. Kamera. Was bin ich sehend? Was befindet sich hier? Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Spaltasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Ausweg zur Außenwelt gesucht. Seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter, sie sind immer zu wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Das ist doch mal eine skandalös gute Idee. Ich möchte mich hier umgucken. Das sieht voll krass hier aus. Stellt euch vor, ihr würdet hier wohnen. Geisteskrank, oder? Ich fände das voll schön. Hier hinten gibt es nichts. Erstmal das Haus nach Secrets. Was hast du Spannendes? Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Frankfurter Hauptbahnhof? Komme. Überbringe ihm diese Nachricht. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere dich nicht, um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Das grundsätzlich würde ich einfach mal so sagen. Eine ganz gute Idee. Ich gehe dann wieder. Sind wir damit ganz cool? Wo ist der Ausgang? Kannst du mich noch mal zum Ausgang bringen? Ach, da. Oh, so hell. So, my question now is... Where is the factory? And how I gonna get in? Because... The robot just said... There are guards that are looking... For things that are not... Tended to be there, so I guess this is a sneaking area. Warum rede ich auf einmal Englisch? Das ist weird. Ihr helft mir sowieso nicht, vor euch gehe ich weg. Ich weiß nicht, wann der Punkt kam, an dem ich ins Englische geswitcht bin, aber du kannst mir doch bestimmt helfen. Five. Du siehst sehr freundlich aus.
Ist es nicht sowas für cool im Moment, so relaxed, dass es nicht Schlimmes passieren kann? Oh, ein Typ mit Bomberjacke und Ich weiß, wovon du sprichst. Du kannst vielleicht mal im Kleidungsladen vorbeischauen. Im Kleidungsladen? Ja, das ist der Kleidungsladen hier. Also du siehst ja schon ein bisschen sus aus. Aber auch lost. Weil dein Gesicht ist falsch herum. Aber du hast nur eine Malware. Weißt du, wer der Typ ist? Oh, ein Typ mit Bomberjacke und Goldtage? Ja, ich glaube, so ein Typ habe ich schon gesehen. Er war in der Nähe des Clubs. Also die allseits bekannte Frage ist jetzt, welcher Club? Also das ist ein Friseur. Also, also ein Friseur für Roboter. Wie sinnvoll das jetzt ist, keine Ahnung, aber... Ja. Ist das eine Bomberjacke? Es tut mir leid. Didn't mean to. Hier, der Verkleidungsladen. Da hat uns auch der andere hingeschickt. Okay. Was kann ich denn hier machen? Ich habe mir das nicht durchgelesen. Hä? Nein, nein, nein. Das wirst du nicht... Ach, so ernsthaft? Na klar, das ist Blazer, ist ein Stammgast. Ich habe ihn gerade hinter meinem Laden rumschleichen sehen. Keine Ahnung, was er vorhat. Aha, hinter deinem Laden. Das wäre ja hier. Spooky, scary skeletons. And shivers down your spine. Keiner doch hoch. Hinter deinem Laden oder hinten im Laden? Also so like hier. Naja, also wenn einer sus ist, dann doch du. Hier gibt's auch Musik, die wir anmachen können. Nee, wir können was einfügen. Oh, die Kassette. Ja, komm, let's go. Ich sag's, wie es ist. 2010, da hat man das Dubstep genannt. Ah, wie schaltet man das Ding ab? Sind die Spiegelung? Ja. Da gibt's ein Refrain. Abgesehen davon, dass es halt mal ultimativ laut ist. So, jetzt gehen wir aber nochmal hinter den Laden. Vielleicht haben wir den jetzt rausgelockt mit der guten Musik hier. Doch, ich fühle das. Abgesehen davon, dass meine Kopfhörer explodieren bei dem Bass. Das ist voll okay. Yo, du als Türsteher vom Club. Ich suche ihn hier. Was ist das überhaupt? Ja, eben. Ich bestech dich doch gar nicht. Die Musik. Ey, wenn das jetzt immer hier läuft, werde ich nie wieder lange... Aber ich sneak mich jetzt hier anders rein. Guck. Schade. Ich dachte, das geht vielleicht. Oh, hier ist hinterm Laden auch noch. Da gehen wir gleich hin. Ne, da können wir, glaube ich, nicht hin. Ich hab zu tun, was willst du? Oh, das ist Blazer. Woher hast du das? Oh, du bist der Außenwelt... mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie... Reden kann ich nicht, es tut mir leid. Die Goldkette drückt auf den Hals.
Die Batterie versorgt die Nekokorb-Fabrik hier. Aber das ganze Gebiet ist gesperrt und viel zu schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der auch kein Arbeiter ist. Ja, das ist vielleicht nicht so nice. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe, um den richtigen Zeitpunkt zu überlegen, in dem ich reingehen kann. Eine Arbeiterjacke. Er hat uns safe nicht gesehen. Bitte tu das nicht in echt. Das ist komplett stupid. Ich brauche noch einen Arbeiterhelm. Wo kriege ich einen Sorry. Ich step erstmal zu ihm nach hinten. Und übergib ihm das Ganze. Ich brauche noch den Arbeiterhelm. Hast du auch einen gefunden? Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, wo es den geben könnte. That's exactly the thing I am looking for. Ein Arbeiterhelm. Ich breche einfach hier meine Häuser rein. Ich bin ja eine Katze, ich darf das safe. Das hinten ist aber auch ein bisschen sus. Hier kann ich auch an der Tür. Geh jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Ja. Aber die Tür geht trotzdem nicht auf. Ja, hätte ja maybe sein können. Von hier kamen wir in die City hineingesteppt. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier groß was finden. Wobei. Keine Sorge wegen des Müllzi. Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, also das sieht nicht so aus. Wo findet man denn einen Arbeiterhelm? Das hier sieht auch noch sus aus mit dem Fahrer. Oh, wenn ich mich hier durchcheaten kann. Dann habe ich doch Hoffnung, hier irgendwas zu finden. Hello? Ich habe gar nichts für dich. Also, sorry. Wirklich nicht. Aber hier sieht es so nach Arbeiter aus. Wisst ihr, was ich meine? Bei so Pylonen, Pilönchen, wie auch immer die Dinger heißen. Ich habe keine Ahnung. Ein Arbeiterhelm. Also im Kostümladen finden wir die Arbeitsjacke. Ich glaube nicht, dass wir da auch das Ding finden. So, jetzt gehen wir mal systematisch. Da waren wir gerade. Hier links. Ja, okay, ich brauche einen Helm hier. Da gibt's auch nichts. Also wenn, dann hier doch am ehesten. Vielleicht hier im Wagen oder so. Vergessen. Okay, scheinbar. Scheinbar alles clean. Das ist nicht gut. Kannst du mal deinen Arbeiterhelm droppen? Ja, das wäre mega cool. Du hast den Arbeiterhelm. Wenn du einen hast, hast du bestimmt auch hier hinten einen im Lager. Aber das sieht nicht so aus. Was steht denn hier? 3, 4, 5, 8, irgendwas. Okay. Okay, sus. Aber dann hole ich mir doch die Zahlen nochmal. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. E-Doc heißt rückwärts geschrieben Code 8542. Ich bin ein Student und gerade gegen die Maus gekommen. Es tut mir leid. 8 5 4 2 8 5 4 2 8 5 4 2 8 5 4 2 8 5 4 2. Der Studierende. Ja. Gab es kein Achievement für. Aber ein Button. Brauch den Helm.
Über was denn hier eure Diskussion? Hier waren wir sogar schon mal, glaube ich, in der letzten Folge. Hier geht's wieder zum Ausgang, das heißt... Halt. Okay. Jetzt bin ich entspannt, jetzt können wir weitergehen. Also, dass man da hoch kann, sieht doch, glaube ich, auch jeder, oder? Naja, also auf jeden Fall, man kommt hier wohin. Aber scheinbar nicht viel weiter als hier. Okay, das heißt, als nächstes würde hier links weitergehen. Da ist aber kein Eingang. Hier rechts sieht es angenehm aus. Du hast deinen Helm verloren. Was ist unten in der Stadt? Blabliblub. Also du siehst schon so aus. Da können wir nichts tun. Mit Glück liegt hier der Maybe rum. Das ist schwierig zu finden, weil wir haben halt keinen Anhaltspunkt. Hier kann man auch nicht rein. Hier kann ich auch nicht wirklich act. Jetzt sind wir hier. Das ist ein Guard. Feier ich gar nicht. Dann gehen wir doch nochmal in den Kostümladen. Mit Ozi sprechen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch bestimmt ein Arbeiterhemd. Oder? Täusche ich mich? Aber ich hätte schon gerne so einen Arbeiterhelm. Aber wo kann der sich denn befinden? Hier waren wir gerade eben. Ja. Oh, aber hier geht's hoch. Aha. Hier ist was. Hier kann man nicht umsonst lang. Hä? Was soll ich hier? Warum gibt es dieses Podest? Ich komme hier nicht weiter. Aha. Da will einer nicht, dass wir in den Hutladen gehen. Und du bringst mich an. Niemand kann den Laden betreten. Und wenn ich Vollgas reinsprinte. Was ist mit dir los? Ich höre schon seit Ewigkeiten darauf, dass Schublaschee zurückkommt und mir hilft, diese Hüte wieder aufzuschauen. Ich hab's nicht begeistert. Oh Mann, jetzt ist er in der Bar. Jetzt muss ich an die Bar laufen. Wo war denn die Bar? Die war hier. Nee, die war nicht. Doch, die war hier. Nee, das ist nicht die Bar. Im Übrigen, die Wächter haben Angst vor uns. Das ist ganz skurril. Das habe ich gerade herausgefunden, als ich eben Y gedrückt habe und so entlang schlächelt bin oder wie auch immer. Da hatte der Wächter Angst und hat gemeint, geh weg, sowas in die Richtung. War weird, aber okay. Wo ist denn die Bar? La la, wo ist denn die Bar? Immer noch der Hutladen. Da ist die Bar. Bist du der Hutverkäufer? Du bist nicht der Hutverkäufer. Du siehst aus wie ein Hutverkäufer. Ja. Okay, also es geht um den Typen hier hinten.
Wie, ist meine Frage. Oh, ich weiß wie. Und das finde ich überhaupt... Doch, finde ich mega witzig. Bam! Hast du, dass du hier mal aufstehst? Du musst mal zur Arbeit hier, Kollege. Ja, jetzt mal, dass du zuläufst. Renn dich um. Kann ich nicht. Ja, also, Guys, der kommt. Der braucht halt ein bisschen länger als ich. Wo war jetzt der Hutladen? Hier vorne an der Ecke, gell? Ja. Er ist gleich da. Gebt ihm noch 5 Minuten. Oh ja, er kommt, er kommt. Ich verstecke mich schon mal, weil wir sind ja smart. Und dann warten wir. Und dann warten wir. Oh, da kommt er näher. Ich trinke mal was. Reden ist nämlich sehr anstrengend. Trinken wichtig, Leute. Stay hydrated. Ja, ist ein bisschen spät hier. Du könntest mal ein bisschen schneller machen. Ja, ja, sorry, beruhige ich. Tut mir leid, tut mir leid. Ach, mach doch selber hier jetzt, komm. Das sieht gut aus, Guys. Ja, ja, trag mich mal da rein. Und ihr werdet es nie erfahren. Muhaha. Oh, ich kann noch nicht raus. Ich muss wirklich warten, bis er mich komplett abgesetzt hat. Hallo. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich laufe jetzt hier. Tja. Ich war schon drinne. So, und jetzt steppen wir wieder zu unserem Kollegen. Der sich... Wo befindet? Warte, wo ist denn der Typ, der sein Auto einlädt? War der nicht hier irgendwo... Hier hinten. Hinten rechts. Ich kenne mich aus. Das ist hier mein Gebiet. Das muss ja mal gesagt sein. Ich kenne mich ja super aus. Wir sind wieder am Anfang. Ah, wobei das gar nicht so bad ist, weil den Typen habe ich gesucht. Weil wir hier durch können zu unserem Kollegen nach hier hinten. Ey, ich habe das Zeug. Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichen. Ich zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Aber natürlich. Sieht täuschend echt aus. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Teil, aber wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schleuse dich hinter den Kontrollpunkt.